Hallo und willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. Ist ja gut, Arthur. So, da steht unser Gaul. Unsere Kerne sehen furchtbar aus. Was haben wir denn da? Sieht wieder mal lecker aus, das erstklassige Rindfleisch. Und mein anderes Pferd will auch kommen. Dem befehlen wir dann aber mal hier zu bleiben. Ja, soll nichts passieren. Ja. Bleib hier. Ja, ist auch ein schöner Platz für ein Pferd, um geparkt zu werden. Auf jeden Fall besser als im Stall. So, wir müssen zu John. Ich glaube, dazu einfach hier runter. Und jetzt muss ich die... Ah, runter war richtig. Okay. Darf ich jetzt die Brücke springen? Das ist cool. Das ist cool. Wollte ich schon immer mal machen. Hi, John. Bleib doch nicht auf dem Gleis stehen. Kann ich sagen, dass es fliehen soll? Nö. Steht's halt auf dem Gleis. Habt ihr Ersatzpferde? Arthur, how you doing? Nervous? But I've been nervous for a while. Ich auch. A lot of time to think in that jail and feel like I just don't know Dutch no more. You ain't the only one. And this plan to get us out, it just feels, I don't know. Like you're stringing us. Wollt ihr jetzt wirklich was anzünden? Okay. Sie haben es auch bemerkt. Killing in cold blood, revenge. We all do bad things, but he seems to enjoy it now. It's like he just wants to create more enemies, more chaos. Yeah, I know. Yeah, so wirkt es. I love Dutch. He saved me a long time ago. I feel like in Saint Denis, when I got arrested, maybe he could have done something. I feel like you should take your woman and child and get lost. Do you? Das wär's Beste. You could give something to Jack. It's that or... Well, I don't see no way out of this. But what about loyalty? Be loyal to what matters. What are you gonna do? I'll be okay, but do it. For me. It would make me feel good, if that makes any sense. A little, but... Listen to me. When the time comes, you gotta run and don't look back. This das ist ein guter Ratschlag. Was? Das hier ist vorbei? And now? Das sind drastische Worte. Help Dutch give the army one final tweak on its nose. Arthur hat anscheinend schon aufgegeben mit Dutch. Help me with the rest of this. Boah. Ich mag's aber, wie sich die Beziehung zwischen Arthur und John kontinuierlich verbessert hat. Well, it looks like we finally found our calling in life. So einen Scheißwagen fahren. This thing out onto the bridge. There's a spot about a third of the way across where we can get down underneath to plant the charges. I've already set up the detonator. Sure, let's get this over with. You hear about Dutch and Cornwall? Yeah, this is what I'm talking about. More enemies, more chaos. I mean, all right, stop. Here's good. We sure got a lot of this stuff. We'll need it. Ja, große Brücke. Ich soll die Kisten runter. Die sehen aber so schwer aus. Oh. Arthur ist doch ein kaputter Mann. Habe ich gesehen. Hoffentlich kannst du fangen. Ah, okay. That's not something we want to drop. That's it. Okay, good. Das macht Sinn, dass man die nicht einfach runterplumpsen lassen. Sonst macht's direkt Bumm. Soll aber erst nachher Bumm machen. Steck mal deine Waffen wieder weg. Die braucht man im Moment nicht. Wieso machen wir das nicht bei Nacht? Man wäre doch viel geschickter. Naja. Wenigstens sehe ich mal so besser. So.
Hoffentlich kommt jetzt kein Zug. Ja, ich mach das doch nice und easy. Ah, wunderbar. Was machst du eigentlich? Okay. Grab yourself a bundle from the box. Bridge is wired to the detonator. We need to attach each of those bundles to the fuses. There's one on each of the. Ich kenne mich inzwischen aus. Okay. Hab letztes Mal auch Holz in die Luft gejagt. Ain't easy to come by. If they don't do the job, nothing will. Oh, die sehen sehr explosiv aus. Glaub, die kriegen die Brücke an einem Stück runter. Wäre aber wahrscheinlich geschickter, wenn man das noch ein paar Ebenen drunter machen würde. Ah, da kommt man nicht hin. Na gut. Kann man nichts machen. So, ich glaube, wir nehmen zuerst das hintere. Müssen wir nächstes Mal nicht so weit laufen. Den ätzenden Part immer sofort machen. Und versuche ich zumindest. Okay. I should go get the handcart ready. You okay to finish off down here? Sure. Ja, ja. Go on, I can handle the rest. I'll see you up there. This better work. Bin fast überzeugt davon, dass es funktionieren wird. Wir zwei machen ja die Arbeit. Obwohl, ist ja Dutch Plan. Das wird wieder schwieriger. How you doing down there? Okay. Der ist aber ungeduldig. Was? Ein Zug? Oh oh. Train! Arthur, get up here quick! I'm on my way. Lauf, Arthur, lauf! Fahr doch schon mal los mit dem Teil! Ja, ich seh's. Pump this stupid thing! Hard as you can! Let's go, let's go! Just get to the end of the bridge and jump! Faster! Get ready to jump! It's right on us, come on! Boah, jetzt ist der Zug aber wieder rasend schnell. Und der Rauch war sehr leggy. Puh. That just ain't how I wanna die. Come on. Können wir es jetzt sprengen? Darf ich den Zünder drücken? Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ist das ein Elektrosignal, das da durchkommt? Ein chemisches Signal? I think the line held. You want the honors? Sure. Und Bämsch. Okay, ist doch komplett zusammengefallen. Well, I guess old Dutch got all the smoke he wants. Let's hope so. You really think that that'll draw attention away from us? I guess we'll see. Tell the truth, I ain't even sure I fully understand Dutch's plan with all this. Like I said, John, when the time comes, you go. What about loyalty to everything? You've been loyal. I've been loyal. Look what that cost. You know, all that ever mattered to me was loyalty. It's all I knew. It's all I ever believed in. Well, not anymore, John. Soon, you gotta go. Go. Don't look back. Das sind deutliche Worte. I'll think about it. I've done a lot of thinking. Look at us. Out here risking our necks and for what exactly? For an idea that don't work no more. How you mean? You know just what I mean. You got a family. You need cash. You need to start building a life for yourself. Me? I need a vacation. And Dutch has all the money.
for safekeeping. Hmm. You know something? Abigail thinks she might know where some of that money is. Well, you tell her she better make sure. And then come talk to me. And we'll find out just who and what we should be loyal to. I don't know, Arthur. Nor do I. But I'm seeing things a lot more clearly now. I wish things were different. But it weren't us who changed. Das stimmt. Wir sind relativ gleich geblieben. Dutch ist durchgeknallt. Und Mike hat ihn dazu gebracht. Ey. Ja, es sieht nicht gesund aus. Wollt man hier nicht verschwinden? Nee. Geht Arthur gar nicht gut gerade. Kann auch nichts machen. Boah, Krankheiten sind scheiße. Können wir... Ah, jetzt. Komm mit, alter Mann. Silber. Ich war nicht ganz kacke. Ja, ich ja, mein Gaul. Mehr doch jetzt nicht langsamer. Ich will wie im Western-Film oder in so einem Lucky Luke-Cartoon, dass du richtig schnell auf mich zurennst und ich dann einfach nur so gekonnt aufsteige. So, was ist denn in der Nähe? Was ist in der Nähe? Ah, gleich hier. Fallender Regen. Na gut. Dann gehen wir dahin. Okay, Girl. Hey, mein anderes Pferd ist mitgekommen. Na ja, wunderbar. Anscheinend hilft so ein Bleibenbefehl dann nicht, wenn man wieder nach den Pferden pfeift. Macht ja auch irgendwo Sinn. Na, schon ein schnelles Pferd, muss man sagen. Gut, dass wir das letztes Mal noch gefunden haben. Sieht das Wasser hier geil aus. Interessant. Hey there, fella. Hey there. Hallo. Oh, wo ist dieser fallende Regen, von dem ich so viel gehört habe? Ah, hier ist ein ganzes Reservat. Eine Horde von Indianern. Native Americans, Ureinwohnern von netten Menschen, denen viel Schreckliches passiert ist. Hey, Mister. Hi there. Jo, wo regnet's? Hey there, Mister. Und die haben auch einen Hund. Oh, ein Hühnchen. Dominikanerhuhn. Das wird bestimmt auch schmecken. Wir können Chicken Nuggets erfinden und reich werden. Hab anscheinend das richtige Zelt gefunden. Hallo? Hallo? Ich versuch's. Was ist denn hier los? Kriegt man ja noch eine Rauchvergiftung. You don't sound very well. I'm not. I think I'm dying. Then I hope you find peace. I don't know too much about peace. Apparently not. Thanks to that raid you carried out with my angry son. He's now in jail. Apparently awaiting death. I'm sorry. I suppose I lack the grandeur of a conventional king. I don't know too many kings.
Colonel Favors. He has already exacted some measure of revenge for the raid. Two women were assaulted by his men. I'm very sorry about all of this. Yes. Sometimes the correct path, the bravest path, is the least obvious, and also the gentlest. I'm a great disappointment to my son. Your son seems to want a war. My son thinks there is glory in death. Ja, da irrt er sich. Maybe he's right. Nee. But for me, I saw death being handed out so freely by the most foolish of men, I never could equate it with victory. Glory has come in service. Maybe. Maybe not, I don't know. I've killed a lot of people. For a whole lot of dumb reasons, and I ain't never seen much glory in it. Well, your friend, Mr. Vanderlyn, he talks a lot. Mm-hmm. I don't know him, but my son is easily led. I'm not sure I get you. Well, perhaps we could go for a ride. I'm an old man. My whole life I have tried to bring peace. But I ain't doing so good. Then maybe you can take pity on my plight. Please, it won't take long. And maybe I can help you with that cough. Sir! Isn't this? I'm glad I caught you, sir. Captain Monroe, do you know my friend, Mr. Morgan? No, sir. I don't have the pleasure. Arthur Morgan. It's an honor, sir. How can I help you, Captain? I was just in Saint Denis. I spoke with the mayor. It's not good news, I'm afraid. May I ride with you for a little? Of course. Follow me. I want to show you a site up in the mountains that's long been sacred to me. A place for reflection and healing. What is this news, Captain Monroe? Yes, sir. As I mentioned, I did speak again with the mayor and the Bureau of Indian Affairs in Saint Denis at length. But regrettably, it appears the oil company has already received approval to move forward with drilling on the reservation's land. I suppose as much. So what does that mean for us now? I'm not sure just yet. I didn't get the impression anything would be happening for a few months. I'm very sorry, sir. I did everything I could. I know, Captain. And I assure you I will continue to do as much as I can. Mr. Morgan, would you have time to help me at all? I would rather certain actions were taken by friends outside the tribe. Klar. Sure, I can help. That's good news. Thank you. Come meet me on the reservation whenever you can. Any assistance would be much appreciated, Mr. Morgan. Ich kann nichts versprechen. Ich kann es mir ja mal ansehen. Ein Grauhörnchen. Anyway, gentlemen, I won't take up any more of your time. I'll see you both soon. Sure. Tschüss. Thank you, Captain. Enjoy the ride. See? What's left of that bridge over there? Ja. I heard about it being destroyed. Do you know if that was also my son's doing? No, I'm pretty sure he had nothing to do with that one. Well, I fear they will find a way to blame it on us anyway. We'll continue on this way. I'm going to look for some herbs to give you. See the wolves over there feasting on that horse? Brutality and beauty are both all around us. Yet so often we're unable to see past our own grievances. This is what I try to teach my son. Die greift man uns jetzt nicht an. Good. There was no need to harm them. Na gut. Hab ihm nichts angetan. You can talk if you want, Mr. Morgan. But don't feel like you have to. Hurry up, Mr. Morgan! Ja, ja, Entschuldigung. Mein Pferd hat gescheut. Let's stay together. Okay. Anyway, you were saying. It's a beautiful ride ahead if you need some time to think. Glaub ja. Let's keep moving. I want you to see this place. So, we don't know each other too well, but wollen wir nicht losreiten? I wanted to speak to you about eagle flies.
And the reason for his arrest? In part, yes. I think you know something of Dutch by now. Yes, I know enough. Charles will find a way to help Eagle Flies, but I worry that won't be the end of it. Dutch seems hell-bent on making your son's fight his own, and this ain't easy to say, but I just don't trust he's doing all this entirely out of solidarity. Irgendwie das what gerade. Else does he have to gain from it? Ich habe keinen Dynamit mehr, um das zurückzusetzen. I ain't quite sure yet. He's kind of unwound right now. I just thought you should be aware. Die Kamera vielleicht ändern. Gibt ja diese Kinokamera. Let me give this some more thought. Sorry, hold up a moment. Hat glaub geklappt. I'll have to wait. Some of the plants I need will be growing down here. Wäre praktisch, wenn er gegen den Husten was hätte. Heilen wird's mich glaub nicht, aber Symptome bekämpfen ist doch auch schon mein Anfang. Was hast du denn dafür Kräuter? Ach, den Klatschmohn. Ah, doch nicht den Mohn. Interessantes English Mace. Muskatkraut. Okay. Let's continue on. So, you were saying? Sieht das atemberaubend aus. Mr. Morgan. Ja, immer doch. Let me give this some more thought. Arthurs Sohn? You know, I had a son once. Was? Years ago. Don't talk about him much. Just so, what was his name? Isaac. His mother, Eliza, the waitress I met. When she got pregnant, she knew who I was, what my life was. I didn't want to promise nothing I couldn't keep, but I said I'd do right Sorry, by me ersten Mal. Every few months, I'd stop by there for a few days. He was such a good kid. She was too, I guess. Just a kid, 19. What happened? I got there one day and saw two crosses outside. I knew right away. Turned out some bastards had come through. Robbed them. Shot them dead. And offered $10. It hardened me. Feeling that kind of pain. But I know now that you don't get to live a bad life and have good things happen to you. I think you're being hard on yourself. Maybe. Wait, stop here. I want to pick some ginseng. We can talk more about this later. Sehr gut. Ich genieße einfach die Aussicht. Ich mag die Geräuschkulisse gerade extrem. Das ist eine sehr, sehr stimmungsvolle Mission. Mal was anderes außer wild rumzuballern. Wait there. I'll put these in your saddlebag. Oh, sieh, das Pferd scheut ein bisschen. Mix these together. It tastes awful. But it'll help to keep your strength up. Dankeschön. All right, let's go. It's not much further now. You were saying before you rode off? Maybe. All I can do now is try and make some things right. Monroe? Arthur's I appreciate the herbs, but I think it's gonna take more than that. I saw a doctor and he says I'm in a pretty bad way. I'm sorry to hear that. This situation we're in, me, Dutch, and the others, I don't know how long I got. But some of them, they still got a chance to have a life. I just think it, if I could give them that, then maybe this ain't all for nothing. I think there's much you can still do, Mr. Morgan. Ich könnte Maika erschießen. Boah.
Hier war ich noch nie. Einfach grandios. Oh, mein Dead Eye ist leer. Dann pfeifen wir uns doch noch was rein. Naja, ein bisschen was hat's geholfen. Dachte, ich könnte noch mehr mit ihm über Zeug reden. Wirkt wie ein sehr vernünftiger Mensch. Ich will ihm länger zuhören. Scheint es mir ein bisschen kalt. Wie viel Grad hat es hier? Sehe ich nicht in der Mission. Na gut. Jetzt ist er aber ziemlich schweigsam. Ihr Kollege. Fragt mich, ob wir es noch schaffen, seinen Sohn zu retten. Wie soll ich denn in eine Armeebasis eindringen? Das ist nicht GTA. Was passiert? Abgebrannt? Drin nicht gut. Destroyed everything. I need to find the Chinupa. Who would do this? Someone who wanted to enrage you. Help me look around, please. The Chinupa is gone. Is the Chinupa? What is it? A ceremonial pipe. There must be some clues to what happened. Ein Flachmann. Wir schmeißen eigentlich seine Flachmänner weg. This is a place of peace. Ja, leider nicht für viele böse Menschen. I cannot believe this. There's some lodge here they must have used as kindling. Hier liegt ja überall Zeug rum. Da hinten ist auch was. Sure looks like they was doing some drinking, Mr. Morgan. Ja. An empty bottle of whiskey. Well, if they drank all that, they couldn't have gotten. Still no sign of the Chinupa. Vielleicht haben sie die mitgenommen. Bastards were having a party up here. Immer mal mit. Aber nicht gut im Klettern. Ja. Look there. Smoke. Oh, there they are. These brave men. Some of Colonel Favor's men. They must have been the ones who did this. Are you surprised this happened? Not at all. But I hope we were past this. Well, you got land they want. Land with oil. They moved us here. They've taken everything we had. Ja, das haben sie. I signed three treaties myself, and they've broken each one. Stehen halt nicht zu ihrem Wort. They've taken the last hope. Now my people are going to want a war.
a war they can't win. Not if I get it back. Get it back? Uh-huh. Now, go in, get your chin up, and no one will be any the wiser. Would you do that? Ich kann es versuchen. They know why you'd come. I don't have any money. No, I don't need your money. Please see if they have our sacred items. But try not to hurt anyone. I'll try to ensure that they never even know I'm there, but... Ja, das ist der Plan. Wenn ich die Klippe nicht runterfalle, funktioniert's auch. Oh. Das sieht nicht gut aus hier. Ich glaube, mir ist eindeutig zu kalt. Wenigstens kann ich Dosenfutter essen. Komm schon. Mal schauen, ob mein Pferd hier runterkommt. Ansonsten wird das ein langer Fußmarsch. Also die darf man nicht ausschalten. Vielleicht sollte man dann ein bisschen Nacht warten. So eine Ablenkungsmanöver. Filz kommt mit. Die lautlos ausschalten. Wer hat mal gesagt, soll abhauen? Ich bin sehr schlecht in Schleichmissionen. Schaltet man den auch noch aus. Ob einer hat mich gesehen. Oh, der ist tot. Da kommt einer. Guess it was nothing. Oh. Glück gehabt. Glaube ich, töte die schon, oder? Nee, bewusstlos schlagen. Nummer 1. Die halt nur bewusstlos macht. Schon. Das funktioniert relativ gut. Na, haben wir gut gemacht. Kein getötet zum ersten Mal.
Schatulle. Was ist denn hier drin? Angebrochene Arznei. Tja, kann ich nicht aufnehmen. Ich doch gut, ihr Pferdchen. So. Wird hier in irgendeinem Zelt liegen wahrscheinlich. Da hinten. Das sieht... Ist das eine Rolle oder ist das eine Chanupa? Keine Chanupa. Wahrscheinlich in dem Großen. Auch nicht. Pferdestimulus. Zigarre. Vielleicht kann man die wenigstens aufnehmen. Ja, Ayo. Arthur kann zwar nicht mehr gescheit rauchen. Ja, scheiß ja nix. Ein Maiskolben, oder? Nehmen wir auch mal mit. An der Pfeife ist das jetzt nicht wirklich. Und hier mit dem Gin. Das ist ehrlich gesagt nicht... Ah, da in der Truhe. Schmuck. Schmuck. Pfeile. Okay. Ach, hier unten liegt es einfach. Tja, haben wir alles. Wunderbar. Pferd, darfst wieder nach unten kommen. Ach, du bist gar nicht so weit weg. Das ist ja schön. Komm, dann reiten wir jetzt wieder hoch. Ja. Ja, wäre mir zu mühsam, da jetzt hoch zu kraxeln. Da sollte der fallende Regen lieber runterkommen. Da. Please tell me you found it. Here. I got your things, I think. Yes. Thank you. I'm very sorry about this. Even sacred things are only things. People, the heart matter more. Was anyone hurt? No one was killed. Well done. Well done. I wish my son knew such restraint. My ich habe mir diesmal extra Mühe gegeben. And I'm giving you very little. But please, take this. We believe it to be sacred. Thank you. Thank you. Take those herbs I gave you, please. And most of all, I hope you can find peace within yourself. Tja, das wird nicht einfach. He's a man who, not so long ago, I would have found weak and pathetic. Now I see as wise and thoughtful and sensible. Is a ya oh. I would love to help him. Or at least stop Dutch pushing his son to do something real stupid. Da sind wir ein bisschen zu spät dran. Eulenfeder-Amulett. Details. Was kann das denn? Reduziert die Geschwindigkeit, mit der sich die Kerne von Gesundheit, Ausdauer und Deadeye leeren, dauerhaft um 15%. Wow. Das ist nicht schlecht. Wir haben hier ein Fragezeichen gleich in der Nähe. Und wieder einen tollen Regenbogen, den man nur ganz leicht sieht. Da ist das Fragezeichen noch da. Dieses klare Gletscherwasser oder was das ist.
Ha, bin über einen Fisch gelaufen. Okay, Fragezeichen. Doch, andere Richtung. Beziehungsweise gleiche Richtung. Jetzt sehe ich's. So, komm mal hier hoch. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Hey, you're okay, girl. Ist das nicht einfach nochmal der Typ mit seinen schönen Malereien? Den haben wir doch schon gehabt. Nee, das sieht nach was anderem aus. Da hatte ich mich geirrt. You there? Ah, hi, ja. Ja. Can you help me, mister? What's the problem? Kann aber kein Bein nachwachsen lassen. Spooked and run off. You hurt? Not too bad, at least. But he took my damn leg. Sorry. He went that way, I think. His name's Buell. Buell? Second time a prick named Buell cost me a leg. Buell was my general when I lost it. Okay. Ach, ich mag anyway, den Alten. If you see an angry bastard of a horse with my wooden leg, I'd be real grateful. I'll bear that in mind. Ich schau mal danach. Wo ist denn das Buell? Da ist er ja. Vorsicht, Arthur. Vorsicht, Arthur. Vorsicht. Du musst was fürs Dead Eye tun. Generell. Hilft mir beim Pferd wahrscheinlich nichts. There he is. Mhm. Gut zu sehen, gut zu sehen. Muss ich den nicht beruhigen? Doch, kann ich auch. Easy. Niederländisches Warmblut. Better calm you down. Beruhigen. Beruhig dich. Reg dich nicht auf. Er hat interessante blaue Augen. That's it, boy. Kann nicht aufsitzen. This way. Come on. Now come on, Dan. Let's get you back. Das ist jetzt meine Laufgeschwindigkeit. Na gut. Ist ja nicht weit entfernt, der Alte. Yeah. He's just where you left him. Can't go far with that leg in your stirrup. Can't go bucking him like that. So you better be good, you hear? I get the notion he's not a man you want to cross. Oh, das no mag ich. How big and strong you are. Ich mag Arthurs Liebe zu Pferden. Und den Dialog gerade. Monolog. Dialog kann man es ja nicht wirklich nennen. So. Dann schauen wir mal, dass dein Besitzer wieder ein Bein dran bekommt. Du sitzt doch hier einfach am Stein, oder? We ain't far now. Nothing gonna spook you here. Come on. You're not so nasty. Ja, wäre ich mir nicht so sicher. Sure, ihr Pferd ist da. Heiß und fettig. You're a good man, mister. Naja. Mister Arthur. You're right. He's a boah, bin ich richtig dreckig. Hamish Sinclair. Yeah, he's a great horse, aside from when the devil's got him. Hey, you wanna hand me that leg there, please? And while you're at it, give old Buell a kick for me, would you? No, I'm only kidding. Thank you. Warren, but a snake that spooked him. You're a real gentleman, you know? Sometimes, maybe. Yeah, how'd you lose a leg? Oh, in the war. Cannonball. Pretty clean, though. I don't have much pain. Trotzdem and I didn't get gangrene. Würde ich nicht wollen. Young boy went into battle with me. Got cut in half, so all things considered, das ist schlimmer. I'm doing pretty well, I guess. Yeah, I guess. So, how is the false one? It's okay. I can still hunt, fish, enjoy the outside.
weren't sent too crazy by it. Anyway, I ain't got much to pay you with. Achte, ich hab genug you Geld know, im Moment. That's okay. You like fishing? You come with me someday. I know some pretty good spots. I'm a pretty poor fisherman. Yeah, well, I'm great. So between the two of us, we do okay. My cabin is right over on the other side of O'Cray's run there. Thanks again. You throw me again, you old dumb bastard. I'm gonna put a bullet in you. I'll see you again. Er wird er bestimmt nicht machen. Er mag ja sein Pferd. So. Haben heute dann einiges erreicht. Was macht man als nächstes? Strauß oder Sadie im Lager. Wahrscheinlich kurz zu Strauß gehen und dann die Mission mit Sadie machen. Na gut, ich würde aber sagen, das reicht für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.